Sie hören den Evangeliumsrundfunk über Transworld Radio Monte Carlo. ERF, junge Welle. Wir setzen uns gemeinsam auf den Boden, denn auf dem Teppich fühlt sie sich wesentlich wohler als in den Sesseln im Wohnzimmer ihrer Eltern. Auf dem Boden lässt es sich leichter plaudern, meint sie. Eine ganz normale junge Frau sitzt mir da gegenüber. Sie erzählt, engagiert und dynamisch, hat immer ein Schmunzeln in den Mundwinkeln, alles in allem. Eine ganz normale junge Frau. Ganz normal. Oder sagen wir lieber, fast ganz normal. Denn Cornelia Völkner, die mir da gegenüber sitzt, ist von Beruf Missionarin. Und das dürfte sie abheben von mehr als 99% ihrer Altersgenossinnen. Guten Abend, liebe Hörer von ERF Junge Welle. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich möchte euch mit hineinnehmen in das Gespräch, das ich mit Cornelia geführt habe. Ein Gespräch, das uns weit weggeführt hat von dem kleinen Wohnzimmer in Deutschland, in dem wir saßen, das uns hingeführt hat nach Peru, dort, wo Cornelia heute arbeitet. Schön, wirklich schön ist die Landschaft. Da kann man nur sagen, das ist ein ganz, ganz faszinierendes Land. Aber das muss man einfach sehen, da muss man selber hinfahren, das kann man ganz schwer erzählen. Für schwierig halte ich die Situation gerade im Bergland. Und zwar hat Peru Berge, die halt bis zu 7000 Metern fast hochgehen. Und wo es über 4000 Meter hochgeht, da wird es kalt, da friert es, da schneit es. Und die Leute sind oft so arm, dass sie sich nicht genug anzuziehen leisten können. Da habe ich jetzt vor kurzem gelesen, dass ungefähr 50% aller Kinder über 15 Jahre alt werden. Dass also schon eine sehr hohe Kindersterblichkeit da herrscht. Und es ist bedrückend. Oder wenn man durch Städte geht und halt merkt, dass Kinder betteln, und zwar sich von dem Erbettelten zu ernähren. Nicht um irgendwie noch was dazu zu verdienen, sondern wirklich ganz leben von dem, was sie auf der Straße kriegen. Oder dass Behinderte halt ja auf der Straße leben zum großen Teil und keine Anstalten da sind. Für die Stadt jetzt gesehen ist es schwierig, dass man sagen muss, dass eigentlich in Peru wie in allen Ländern der Trend besteht, vom Land in die Stadt zu wandern. Die Leute halt im Bergland denken, das einzige wahre Leben, was zu finden ist, ist in der Großstadt zu finden. Und dann kommen sie in die Stadt und merken, dass sie da keine Arbeit kriegen und vegetieren so vor sich hin, dass sie also im Grunde vom Regen in die Traufe gekommen sind. Eine Situation, die typisch ist für die Entwicklungsländer. Um den Kern der Großstädte herum zieht sich ein Ring des Elends. Weitläufige Slumgebiete, die man in Peru Pueblos Jóvenes nennt, zu Deutsch junge Dörfer. In solch einem Gebiet arbeitet Cornelia heute, in einem Stadtteil am Rand der peruanischen Hauptstadt Lima. Unser Stadtrandgebiet, in dem wir leben, muss man grob in zwei Teile einteilen. Es gibt Häuser, die wirklich inzwischen feste Wände haben, mit Zement verschmiert sind, Strom und Wasser haben. Dann wird aber gerade dieser Kern von unserem Gebiet umgeben von einem Kranz von Häusern, die überwiegend aus Strohmatten gebaut sind oder Sperrholzwänden, je nachdem das Material, wo die Leute halt gerade Geld zu hatten, wo sie dann versuchen, nach und nach schon feste Wände auch zu bauen. Aber in vielen Fällen geht es nur sehr, sehr langsam vorwärts. Und es ist halt so, dass viele Leute noch kein fließendes Wasser haben und zum Teil 30 Meter, 50 Meter das Wasser hochtragen müssen, also steile Berge hochtragen müssen. Die Armut in Lima ist bedrückend. Noch bedrückender, wenn man den Reichtum gleich nebenan sieht. In Bezug auf Lima ist es mir so gegangen, dass ich ziemlich zu Anfang auch eingeladen wurde, zum Essen zu gehen und sowas. Und man kann in Lima essen gehen, mindestens so gut wie in Deutschland. Und mindestens so komfortabel und mindestens so teuer und mindestens in so schönen Sesseln und was weiß ich nicht alles. Und obwohl ich das versucht habe zu genießen, muss ich trotzdem sagen, dass es mir schwer gefallen ist, weil ich die Leute vor mir gehabt habe, die neben uns wohnen. Und als wir dann wieder in unser Gebiet zurückkamen, wo es halt wirklich nicht so schön ist, dass Leute Parks um ihre Häuser rundherum haben und was weiß ich, da habe ich dann so richtig von Herzen sagen können, wie schön, jetzt fahren wir wieder nach Haus. Also der
der Unterschied zwischen arm und reich, der kann einem zu schaffen machen. Und das ist schwer zu verkraften. Und das nehme ich auch an, ist schwer zu verkraften für die Leute selber, die jetzt in unserem Gebiet leben. Denn die fahren durchaus in die Innenstadt und sehen den großen Unterschied. Ein paar Worte zur Geschichte Cornelias. Mit 18 hat sie ihr Abitur gemacht und anschließend konnte sie sich nicht so recht entscheiden. Gemeindehelferin, ja, das wäre vielleicht was. Aber vielleicht auch Erzieherin. Und so hat sie es einfach ausprobiert, hat ein Jahr lang in einem Kinderheim gearbeitet und dann beschlossen, nein, mit Kinderheim, das ist wohl nichts für mich. Also gut, die zweite Möglichkeit, eine Ausbildung als Gemeindehelferin. Und dann kam nach einem Jahr theoretischer Ausbildung ein halbes Jahr Praktikum. Da wurde ich dann gesetzt in eine Gemeinde in Süddeutschland und der Pfarrer dieser Gemeinde war Mitleiter von dem Kinderwerk, in dem ich jetzt arbeite. Und gerade in der Gemeinde habe ich dann viel darüber erfahren, habe natürlich auch gedacht, gut, Mission ist wichtig und sinnvoll und alles, nur wenn andere hingehen, ist schön, aber mich betrifft es eigentlich nicht. Und als wir dann zusammensaßen in einer Konfirmandenstunde, sagte der Pfarrer zu seinen Konfirmanden, eigentlich ist es sinnvoll, wenn man nach der Schulausbildung oder Berufsausbildung mal ein Jahr ins Ausland geht, um andere Leute kennenzulernen und ja, andere Mentalitäten kennenzulernen und sowas. Gut, habe ich gedacht, das ist keine schlechte Idee und habe das halt mal bis zum Ende des Praktikums überlegt. Und am Ende des Praktikums kam dann eine Anfrage von Gemeinden und so und das erzähle ich dann meinem Pfarrer. Ja, sagt er, das können sie schon, wenn sie fertig werden. Aber ich habe auch schon mal überlegt, vielleicht ein Jahr ins Ausland zu gehen. Aber ich bin noch so am Überlegen, ich weiß noch nicht so richtig. Ja, sagt er, das ist aber schön, wann wäre das denn dann? Nee, sag ich, machen Sie mal ganz langsam, ich habe ja noch ein Jahr Zeit. Und habe dann das Jahr Ausbildung eigentlich so verbracht, dass ich gesagt habe, am Anfang von dem Jahr her, ich will machen, was du mir sagst, aber ich verstehe dich noch nicht so richtig. Ich weiß noch nicht so richtig, wo du hin willst. Und so, also so 50%. Wenn du willst, dass ich ins Ausland gehe, dann gehe ich ins Ausland. Wenn du willst, dass ich in Deutschland bleibe, dann bleibe ich halt in Deutschland. Ja, und dann verging ungefähr ein Vierteljahr, wo ich eigentlich gar nicht genau sagen konnte, wie es passiert ist, aber muss sagen, da war mir irgendwo klar, ins Ausland gehöre ich schon. Nur ob ich nach Peru gehen wollte, das wusste ich noch nicht so genau. Eine Vorentscheidung war gefallen, die Vorentscheidung, ins Ausland zu gehen. Eine zweite Entscheidung ergab sich dadurch, dass die Gemeinde, in der Cornelia ihr Praktikum machte, sich sehr für Mission einsetzte. Innerhalb dieser Gemeinde war das Kinderwerk Lima entstanden. Das ist eine Organisation, die vor 15 Jahren entstanden ist, und zwar auf Gemeindeinitiative von einer Gemeinde in Heidenheim auf der Schwäbischen Alb. Da haben die Leute eine Familienfreizeit miteinander gemacht und da war ein Dr. Moro, der erklärte, dass in Peru ja viel Not ist, viel Kinderarbeit ist, große Arbeitslosigkeit ist, die politische Situation schwierig ist und all sowas. Und da haben die Gemeindemitglieder gesagt, okay, wenn es möglich ist und wir mit Geld helfen können, das haben wir genug. Wir spenden und ihr sorgt dafür, dass das Ganze, ja, dass ein Grundstück besorgt wird und ein Kindergarten gebaut wird. Denn man sagte am Anfang, um den Leuten für eine einigermaßen gute Zukunft zu sorgen, ist es wichtig, dass sie eine gute Ausbildung haben. Und so hat man mit dem Kindergarten angefangen und da ist dann später eine Schule draus geworden. Also im Moment haben wir ungefähr 670 Schüler, ungefähr 60 peruanische Mitarbeiter und 6 europäische. Innerhalb des Kinderwerks Lima ist Cornelia heute für den Bereich Patenschaftsarbeit verantwortlich. Das heißt, sie nimmt Daten von Kindern auf, schickt sie in die deutsche Zentrale des Kinderwerks und nimmt entsprechend die Daten von Paten aus Deutschland und der Schweiz entgegen. Sie führt Karteien, schickt Briefe von Peru nach Deutschland und sie vermittelt Kontakte.
Bei uns haben die Kinder, sowohl als auch die Paten, die Möglichkeit, sich zu schreiben. Das heißt, da bin ich halt auch zuständig für, dass die Briefe übersetzt werden, die die Paten den Kindern schreiben und umgekehrt. Viel Kritik an den Patenschaften wird zum Teil auch daran geübt, deshalb geübt, weil viele solche Werke im Internatsstil angelegt sind. Das heißt, die Kinder aus den Familien rausgeholt werden und dann jahrelang in einer anderen Umgebung großgezogen werden. Das machen wir nicht, weil wir halt sagen, wir wollen den Kindern die Möglichkeit geben, sich nachher in ihrer Umwelt wieder zurechtzufinden, allerdings mit Maßstäben, die ihre Zukunft ja in eine positivere Richtung lenken können. Und deshalb sind wir auch ganz bewusst eine evangelische Schule, weil wir halt sagen, da mit unserem Herrn hängt viel zusammen, auch für ihre Zukunft. Verwaltungsarbeit, das ist ein Bereich der Arbeit Cornelias. Ein zweiter Bereich lässt sich schwerer beschreiben. Ich habe eine offene Tür, habe nicht ja so eine gefürchtete Lehrerautorität, wo die Kinder halt schwer sich öffnen können und erzählen können, was eigentlich so innen los ist. Und darin sehe ich den Vorteil, den ich habe, dass ich eben nicht so eine Autoritätsperson bin, sondern ja Richtung Freund mit den Kindern zusammenschaffen kann. Und über die Kinderarbeit hinaus dann auch die Arbeit mit den Eltern, dass man merkt, wo irgendwo bei den Kindern was schiefläuft. Da besucht man dann die Eltern daheim oder lädt sie ins Büro ein und da erzählen sie dann auch. Wie sieht das konkret aus, wenn die zu dir kommen? Haben die dann ein Problem und du sagst ihnen eine geistliche Antwort oder wie? Es gibt Leute, die kommen und setzen sich auf den Stuhl und erzählen volle Kanne los, was halt gerade losgeht. So ging das zum Beispiel bei einem, der ganz am Anfang, ja vielleicht so 2 Monate, nachdem ich da angefangen habe, in mein Büro kam. Ich hatte ihn am Anfang getroffen. Da war eine Gruppe, die halt Fußball spielen kam, jeden zweiten Tag ungefähr. Und da sprach ich ihn an, na, sag ich, wo kommst du denn her, wie geht dir es denn, was machst du denn und so. Er stellte sich raus, dass er Kriminalpolizist ist und sag ich, wenn du willst, kannst du mich mal besuchen. Dann haben wir halt einen Termin ausgemacht und dann kam er irgendwann und erzählte, dass er zwar aus einem Elternhaus kommt, was ja katholisch ist, aber seine Eltern ihn früher zum evangelischen Kindergottesdienst geschickt haben und er da einiges mitgekriegt hat. Aber die Kriminalpolizei in Peru ist eigentlich ein sehr verrufener Beruf, und zwar weil sie mindestens so viel besticht wie das normale Volk und halt sehr viel in die eigene Tasche wirtschaftet und grausam mit Leuten umgeht und all sowas. Da sagt er, weißt du, ich hatte ja eine Begegnung mit Gott, als ich in Ayacucho war. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so das Terroristennest, was halt sehr bekannt ist und auch bei uns in den Zeitungen erscheint. Da hatten wir einen runterkauen, der lag auf der Straße und das Bild ist mir nicht mehr aus dem Gesicht gekommen. Das hatte ich vor Augen und konnte es nicht wegstreichen. Und da haben wir in der Nacht irgendwo in Zelten gelegen und da habe ich, ja, da bin ich meinem Gott begegnet. Und dann habe ich den 23. Psalm gebetet und das war irgendwo das, was mir noch im Kopf war. Und das schon, aber so zur Gemeinde. Und ich denke auch immer, sagt er, wie kann Gott mir die Sünden vergeben, die ich jeden Tag wieder neu tue? Ich schlage heute einen zusammen und sage, Herr, vergib mir das. Und dann kommt der morgige Tag und dann gehe ich wieder fies mit einem um, was irgendwo fast zu meinem Beruf gehört. Und dann vergibt er mir das wieder oder wie läuft es? Naja, da haben wir halt miteinander geschwätzt und dann konnte ich ihm sagen, dass Gott das wieder vergibt. Und ihn halt einladen zur Kirche und was weiß ich. Und da kam er dann auch. Und ich habe selten mal an jemandem so direkt beobachten können, wie der sich ändert, wenn er Christ wird. Und zwar in so ganz, ja, so alltäglichen Sachen für uns. Dass Cornelia sich mit Kriminalpolizisten unterhält, kommt zwar vor, aber es ist doch die Ausnahme. Die Regel ist, dass Schülerinnen auf sie zukommen. Bei Schülerinnen ist oft die Schwierigkeit die, dass die von den Eltern sehr viel zu Hause gehalten werden. Und zwar aus verständlichen Gründen. Bei uns wird es also grundsätzlich zwischen 6:30 und 7 dunkel, egal ob Sommer oder Winter. Und was danach auf den Straßen passiert, das ist nicht immer ganz stubenrein. Und da haben die Eltern Angst, dass ihren Töchtern halt was passiert. Und da kommen Mädchen meistens mit Schwierigkeiten, dass sie sagen, ich komme nicht weg von meinen Eltern und werde da so runtergehalten, dass ich nicht weiß, wie und wo ich mich bewegen darf. Oder dass auch ein Mädchen kam und gesagt hat, also weißt du, das war ein ganz spannendes Erlebnis. Kam so rein und sagte, du, wie ist das eigentlich, wenn man, ja, ich habe von Jesus habe ich inzwischen viel gehört, aber
Aber wie macht man das denn eigentlich, Christ sein? Dann haben wir drüber gesprochen, da sage ich, ja, guck, so und so und so kann das laufen. Ja, sagt sie, also, dass ich schuldig bin, das weiß ich ja auch. Und ich will das ja auch ändern. Ja, sag ich, das ging im Grunde ganz schnell. Da sage ich, sag mal, willst du denn Gott die Sachen erzählen? Und willst du ihm denn sagen, gell? Kannst schon machen. Dafür ist er halt da, gell? Ja, sagt sie. Und dann haben wir gebetet und dann stand sie auf und sie sagt, Mensch, du, jetzt freue ich mich. Das war genau das, was ich gesucht habe und das schon monatelang. Das war so eine ganz, ja, eine schöne Erfahrung. Aber ich glaube, da ist auch zum Teil so wie in Deutschland, dass man sowas nicht jeden Tag hat, sondern dass man da nur drauf zurückgucken kann und immer wieder bitten kann, dass Gott sowas macht. Aber nicht, ja, ist halt auch nichts Alltägliches. Ich höre Cornelia zu, wie sie mir erzählt, von der Schule, von den Schülerinnen, von ihrer Arbeit, von den Gesprächen. Und immer wieder kommt sie auch auf ihre Gemeinde zu sprechen, auf die peruanischen Christen, die sie selbst so beeindrucken. Wenn es lebendige Gemeinden gibt in Peru, muss man dann überhaupt noch Missionare von Europa aus dorthin schicken? Wenn man die Art der Leute, Christen zu sein, betrachtet, dann kann man sagen, die haben uns zum großen Teil Vorzüge, und zwar in Bezug auf die Kindlichkeit. Ja, so ein ganz fundamentales Vertrauen Gott gegenüber. Und da muss man dann trotzdem sagen, neben diesem kindlichen Glauben, den die haben und von dem ich mir persönlich ein ganzes Stück abgeguckt habe inzwischen, brauchen sie auch ein kritisches Denken dem Glauben gegenüber und den Glauben vertreten zu können. Und da würde ich sagen, in unserer Kirchengeschichte und Kulturgeschichte, die wir in Deutschland hinter uns haben, da haben wir ja irgendwo schon 200 Jahre langen Vorsprung. Gedanken, die auf uns zukamen vor 100 Jahren, die kommen jetzt auf die Leute zu. Und da empfinde ich es oft als sinnvoll, wenn man einfach sagen kann, guck mal, hier kann man so und so reagieren. Sagen wir mal, Schwierigkeiten, die Studenten jetzt haben, die auf der Uni studieren und ja, sehr direkt mit politischen Fragen konfrontiert werden. Da komme ich oft mit so einem kindlichen Glauben, der hilft mir dabei, aber ich muss dann auch ganz sachlich argumentieren können. Und die Dinge, die ich da lernen konnte, jetzt in der Ausbildung oder was weiß ich, in meinem christlichen Leben, was ich bis jetzt hinter mir habe, die kann ich da vermitteln. Cornelia sieht sich nicht nur als Missionarin, sondern auch als Entwicklungshelferin. Als Entwicklungshelferin, die sozusagen Hilfe zur Selbsthilfe leistet. Entwicklungsdienst würde ich in dem Fall sehen, dass wir versuchen, in unserer Schule Leute auszubilden, die fähig sind, ihrem Volk selber weiterzuhelfen. Und zwar wird bei uns jetzt in der Schule versucht, ja, so eine Richtung Berufsschule reinzubringen. Das heißt, Schüler, die von der Schule dann runtergehen, haben schon Vorkenntnisse in handwerklichen Berufen. Und zwar sind handwerkliche Berufe in Peru sehr notwendig, weil bis jetzt im Bewusstsein der Bevölkerung sehr festgesessen hat, dass der handwerkliche Beruf nichts gilt. Wer sich die Finger schmutzig macht, der war halt nichts wert. Das, ja, die Gedanken bestehen zum Teil jetzt noch, aber dem versuchen wir halt entgegenzuwirken, indem wir versuchen, den Kindern Spaß zu machen an den handwerklichen Berufen und ihnen auch vermitteln möchten, dass man daraus was machen kann, dass man dadurch selber zu Geld kommt, klingt negativ, aber dass man wenigstens einigermaßen zum Lebensnotwendigen das Geld hat, wenn man einen handwerklichen Beruf ausübt und auch dem Staat nützlich werden kann. Das alleine würde der Missionarin Cornelia Völkner allerdings nicht ausreichen. Es ist ihr Anliegen, dass die Schüler an der Schule nicht nur fachlich ausgebildet werden, sondern dass sie auch eine Beziehung zu Jesus Christus bekommen. Ich hätte gern, dass mehr zum Glauben kommen, das muss ich ganz offen sagen. Und ich muss sagen, wir haben drei Möglichkeiten, die Schüler mit dem Evangelium in Kontakt zu bringen. Die eine ist der Religionsunterricht, die andere sind Andachten, die wir machen können vom Unterricht. Und die dritte ist, dass die Schüler selber was abgucken an der Form, wie wir miteinander umgehen. Und ich glaube, auf den drei Gebieten muss jeder von uns, der halt was zu sagen hat auf den Gebieten, sehr verantwortungsvoll die ganze Sache betreiben
Und dann muss man aber zum Schluss auch sagen können, so, ja, und jetzt ist es dein Geschäft, dass du Leute ansprichst, wir können keine Christen erziehen. Wir können es nicht. Was wir können, ist so leben, wie Gott es von uns erwartet und beten für die Schüler. Und damit erschöpft sich's auch schon. Und da bin ich so ein bisschen traurig darüber, das muss ich schon sagen, dass es relativ wenig Schüler sind, bei denen man sagen kann, die sind Christen geworden. Aber man muss sagen, es ist zum Teil auch ein Hoffen auf die Verheißung, dass man sagt, wir haben gesät, jetzt müssen andere gießen und Gott muss es gedeihen geben. Und die Schüler muss man halt weiter begleiten, auch wenn sie von der Schule gehen, dass es geht dann weiter. Cornelia möchte, dass der Glaube an Jesus Christus die Schüler durch ihr ganzes Leben hindurch begleitet. Wenn sie einen Berufsweg einschlagen, wenn sie vielleicht sogar Karriere machen, gerade dann soll der Glaube in ihrem Leben eine große Rolle spielen. Ich würde sagen, gerade im Verhältnis zu Jesus Christus wird die Verantwortung, die ich meinen Mitmenschen gegenüber habe und Gott gegenüber habe, praktisch. Dass ich da sagen kann, wenn ich vor Jesus Christus Ehrfurcht habe und wenn ich ihn lieb haben kann, dann kann ich zum Teil auch so leben, dass mein Leben nicht unbedingt als egoistisch bezeichnet wird, sondern sich ja aufopfert für andere. Ich würde sagen, es ist irgendwo sogar die Grundlage dafür, dass jemand einen sozialen Gedanken haben kann. Denn ich verstehe es gut, wenn jemand aus so einem Gebiet kommt, wo er, sagen wir mal, nicht genug zu essen, nicht genug zu trinken hatte, dass er sagt, das Einzige, was ich jetzt will, ist volle Taschen. Ich will jetzt in meine eigene Tasche wirtschaften und fertig ist der Lack. Und da jetzt zu sagen, guck einen Schritt weiter. Und da würde ich sagen, gibt Jesus Christus nur die Möglichkeit, die Sichtweite für den anderen, der um mich herum ist. Zwei Jahre hat Cornelia mittlerweile in Peru gearbeitet. Zwei Jahre, die sie meistens mit Peruanern verbracht hat. Zwei Jahre in einer anderen Kultur, in einer anderen Umgebung, mit einem völlig anderen Lebensstandard. Ist sie anders zurückgekommen, als sie damals nach Peru hingeflogen ist? Oh, das ist sicher. Und zwar würde ich sagen, bereichert es einen unwahrscheinlich, wenn man andere Denkweisen kennenlernt und sich auch zum Teil mit reinstellt. Und bereit ist, davon zu lernen. Nicht von so einer Haltung ausgeht, wir Deutschen, wir haben die Weisheit mit den Löffeln gefressen, sondern einfach, ja, ich würde sagen, von der Tatsache, dass die Völkerwelt sich untereinander ergänzen muss. Also, dass Peruaner in ihrer Mentalität, in ihrem Charakter Vorzüge haben, von denen wir lernen können, die wir vielleicht sogar zum Teil übernehmen können und umgekehrt auch. Was hast du übernommen? So ein bisschen die Haltung der Leute. Zum Beispiel ist es ja bei uns in Deutschland so, dass wir, wenn einer an einen Laternenpfahl fährt, dann ist das Auto der kleine Gott und wenn da eine Delle drin ist, dann ist die Hölle los. Und da sagt ein Peruaner, du liebe Zeit, also die Delle kriegen wir auch noch raus oder man lässt sie halt drin. Das ist dann nicht so tragisch. Also irgendwo so eine Unbekümmertheit, dass man sagt, Mensch, lasst uns die Dinge lockerer nehmen und uns nicht gleich über jeden Dreck aufregen, der passiert. Irgendwo so ein bisschen die Wursthaltung der Peruaner, die zum Teil negative Folgen haben kann, weil man dann auch nicht so sich so engagiert und auch ja Richtung Ordnung und Sauberkeit nicht so viel Wert auf die ganzen Sachen legt, aber so eine Gelassenheit. Vor zwei Jahren, bevor Cornelia losflog nach Peru, da wusste sie von Mission nicht viel mehr als ich und ihr, die ihr jetzt zuhört. Hat sich das Bild bestätigt, dass sie sich vorher von der Arbeit eines Missionars gemacht hat? Ich glaube, ich war schon auch noch ein bisschen geprägt von dem Bild des Pioniermissionaren, dessen, der halt durch den Dschungel geht und sagt, jetzt müssen wir erst die Schlangen abschlachten, um dann zu den eigentlichen Menschen zu kommen. Dadurch, dass wir in einer Großstadt arbeiten, kommt es schon gar nicht mehr zum Tragen. Und ich muss jetzt sagen, dass auch dieses Bild, der Missionar hat
das Evangelium in das Heidenland zu tragen, bei mir sehr gebrochen ist. Und zwar deshalb, weil ich wirklich in der Gemeinde, die bei uns inzwischen besteht, wie ich eben schon sagte, halt viel lernen konnte und noch kann. Und da auch Leute habe, die ich fragen kann, wenn ich Schwierigkeiten habe. Wir haben zum Beispiel eine Bibelstunde, eine Gebetsstunde bei uns in der Gemeinde. Und da muss ich wirklich sagen, werden Schwierigkeiten im Gebet miteinander getragen. Und da tragen die Leute meine Schwierigkeiten mit, so wie ich ihre. Dass das Ganze also auf Austausch beruht und ich nicht mehr der, auch nicht der sein möchte, der auf jede Frage eine Antwort hat. Also Mission ist für mich irgendwo inzwischen ein Austausch geworden und nicht mehr wir bringen jetzt das große Glück ins Ausland. Wie wird's weitergehen mit Cornelia Völkner in den nächsten 2 Jahren, die sie in Peru verbringt und danach? Da möchte ich sagen, ich muss meine Büroarbeit erfüllen, okay, wie in den letzten 2 Jahren auch. Und habe mich jetzt vor ungefähr einem Jahr entscheiden müssen, ob ich noch länger in Peru bleiben möchte oder nicht. Und muss schon sagen, dass ich da gestanden habe und habe gesagt, so Herr, jetzt bitte schön sag's. Wenn du willst, dass ich bleib, bleibe ich. Aber wenn du willst, dass ich nach Deutschland zurückgehe, gehe ich auch, denn ich weiß, dass da mindestens so viel Arbeit ist wie hier in Peru. Und ich würde sagen, die Arbeit in Deutschland ist zum Teil schwieriger, weil die Probleme viel versteckter liegen und die Leute so viel weniger aussprechen als in Peru. Und da dann aber, ja, durch einige Dinge wurde mir dann klar, dass ich halt da bleiben sollte, konnte, durfte und habe mich dann einfach erstmal für die nächsten 2 Jahre festgelegt, um dann wieder zu sagen, ich bin bereit hinzugehen, wo ich halt hin soll. Ob das nur in Deutschland ist oder in Peru, das ist gleich. Ist Missionarin in der Form, wie du es bist, ein Traumberuf, den du weiterempfehlen würdest? Also ich muss sagen, dass ich mich da sauwohl bei fühle. Und dass ich, ja, für jemanden, der jetzt offen ist, sich auf andere Leute, auf andere Situationen einzustellen, sagen kann, man soll das wirklich machen und ausnützen. Nicht unter dem Thema, ich bin jetzt hier der große Boss, der was Bewundernswertes unternimmt, sondern dass man sagt, ich bin hier ein Diener Gottes und wo der mich hinhaben will, da gehe ich halt. Ob das jetzt in Deutschland ist oder ob das in Peru ist oder ob das sonst wo auf der Welt ist, finde ich, es ist völlig egal. Aber dass man wirklich sagt, ich stehe an dem Platz, wo Gott mich hinhaben will und wenn der mich da hinhaben will, okay, dann gehe ich halt. Also ich fühle mich immer ganz blöd, wenn Leute sagen, ja, also das ist jetzt hier die Missionarin und darf ich vorstellen und dann halt so einen halben Bückling machen, weil ich sage, Entschuldigung, was mache ich denn Großartiges, wenn ich das mache, was Gott von mir will? Da kann ich genau vor jedem anderen Christ auch einen Bückling machen, denn mehr tut er auch nicht. Also ich würde sagen, Mission, das ist machen, was Gott von einem will. Oder Christ sein ist tun, was Gott von einem will. Und wenn man dabei nur zufällig Missionar wird, okay, dann ist man das halt. Aber ich würde da nichts Besonderes drin sehen, sondern kann das halt nur empfehlen. Also ich freue mich dran. Ist das ein Schlusswort? Wenn du willst.